Also wofür ich zum Beispiel wäre, das ist wieder ein politisches Versagen und kein wirtschaftlicher Zwang, was zum Beispiel mühelos möglich wäre, wäre zu sagen, man macht einen globalen Mindestlohn für alle Exportgüter, die nach Deutschland oder in der EU importiert werden. Also jetzt, ich spinne nur mal rum, damit man die Idee versteht. Man könnte zum Beispiel sagen, alle T-Shirts, die nach Deutschland kommen, egal von wo, ob das jetzt Bangladesch ist, Vietnam ist, Laos ist, Kambodscha ist, egal. Bei jedem T-Shirt, das hier ankommt, muss sichergestellt sein, dass die näher vor Ort, sagen wir mal, $5 pro Stunde bekommen. Ja, sonst wird das nicht hier importiert. So, das könnten wir uns mühelos leisten und das würde auch sofort in den Ländern umgesetzt. Denn das würden ja die Menschen in Bangladesch oder in Kambodscha, das würden die ja, wenn das heute beschlossen würde, noch heute erfahren und dann würden sie vor Ort sagen, ja, wo sind denn jetzt hier meine $5? So, und das ist, also das ist falsch, dass wir das nicht machen. Das würde nämlich hier niemanden verarmen lassen. Und das ist wieder dieses neoliberale Denken. Das ist, das sind falsche Theorien, aber das hat mit dem Kapitalismus nichts zu tun. Aber da könnte man jetzt noch ganz lange drüber reden. Ja. Da höre ich jetzt mal auf. Ja. Da müsste man wirklich sehr, sehr lange diskutieren. Genau. Genau, und Gasöl, wäre das nicht gut, wenn wir jetzt mal einfach hier schon mal aufhören, das zu importieren, damit jeder merkt, dass Gas und Öl knapp ist. Ja, das hätte natürlich so seine Vorteile, aber das ist ganz, ganz schwierig, weil ich meine, das Problem ist ja, wenn wir jetzt das Öl und Gas aus Russland nicht mehr importieren, dann ist ja klar, was passiert, die Öl- und Gaspreise steigen. Sie steigen weltweit, noch mehr, genau, und am Ende können sich das aber nicht mehr alle leisten, nicht? Sondern dann leisten sich das die reichen Industrieländer, die können das immer noch zahlen und ganz viele andere kippen aber raus. Denn das Problem, das Italien hat, das hat natürlich ein Land wie Kenia erst recht. Die brauchen aber auch Öl. So, das heißt, das kann man machen, also das hat... sozusagen jetzt plötzlich die Gas und Öl, also obwohl das ja alles CO2 ein riesen Klimaproblem ist, nicht? Ich bin ja die Erste, sagt, wir müssen schrumpfen, aber jetzt einfach ad hoc zu sagen, jetzt machen wir mal den Gashahn zu, ist deswegen schwierig, weil nicht wir diejenigen sind, die es am Ende wirklich treffen wird. Aber es könnten doch die Reichen machen und die Armen machen, holen das Öl weiter. Ja, aber es gibt ja auch einen weltweiten Gasmarkt. Das stimmt. Also vor allen Dingen beim Öl. Beim Gas gibt es sogar noch Verträge, aber weil das ja alles über Pipelines läuft. Also Gas ist nicht ganz so heikel, aber wenn du anfängst, kein Öl mehr zu verkaufen und du sagst, ja, hier gibt es kein Öl mehr, dann trifft das als allererstes die Leute in Kenia. Na, okay. Und wir diskutieren hier, ob wir vielleicht ein bisschen kalt duschen. Und die haben aber gar kein Öl mehr. So, und das ist das Problem. Also, deswegen ist man da auch so zögerlich, weil man ja nicht nur an Deutschland denken darf. Ich sammle noch 4 Fragen ein. Dann ist Schluss. Dann sind Sie entlassen. Ja. Ihr könnt oben auch Fragen stellen, wenn ihr laut sprecht. Der Herr in dem Hemd. Stimmt. Ja. Noch 2 Fragen? Da. Ich finde Ihr Schrumpfungskonzept ganz toll. Wir sind, glaube ich, in Deutschland für 1,6 oder 1,7% des CO2-Weltausstoßes verantwortlich. Wie holen wir denn die Großen ins Boot? Also China, USA, Japan, Indien. Was machen wir mit denen? Noch jemand? Hier? Nö, dann haben wir einfach einen. Oben auch alles zufrieden? Gut. Dann ist das jetzt die Schlussrunde. Ich bin jetzt mal ein bisschen schneller, damit Sie auch wieder an die Bar können. Cum-Ex, haben Sie völlig recht, das ist ein völlig anderer Skandal. Wirecard, das war ja ein Betrugsskandal in einem einzelnen DAX-Unternehmen. Cum-Ex ist, einfach, das ist sehr kompliziert zu erklären, aber letztlich war es der Griff direkt in die Steuerkasse. Das heißt, wir alle wurden beklaut von einigen Banken. Dazu gehörte die Warburg Bank in Hamburg. Und Scholz war damals Bürgermeister und hat die Steuernachforderungen dann verjähren lassen. Und das muss man sagen, war ein katastrophaler Politikfehler. Ne, das ist auch nicht zu entschuldigen. Jetzt würde ich aber sagen, ich bin jetzt selber Hamburgerin, ich kenne Scholz auch persönlich.
Ich halte, ja, das sage ich vorweg, damit das alle wissen, nicht? Ich halte ihn für einen sehr fähigen Politiker, auch einen sehr fähigen Kanzler. Ich würde sagen, okay, das war ein wirklich großes Politikversagen, aber es wäre jetzt falsch, ihn deswegen als Kanzler abzusetzen, weil er hat ja nicht sich selbst bereichert. Nicht? Also das ist jetzt etwas anderes als diese, zum Beispiel diese Maskendeals von diesen CSU-Leuten. Die haben ja in ihre eigene Tasche gewirtschaftet. Ja. Das war ja bei Scholz überhaupt nicht der Fall, sondern der dachte, okay, wenn ich jetzt diese Steuern da erlasse, dann rette ich irgendwie die Warburg Bank, dann rette ich Arbeitsplätze, weiß der Geier, was er sich gedacht hat. Aber er selber hatte davon nichts. Und ich glaube, das muss auch möglich sein, in der Politik mal Fehler zu machen. Aber es war ein totaler Fehler. So, jetzt, das muss man so deutlich sagen. Schrumpfung. Wir sind nur 2% auf der Welt. Deutschland, wir sind allerdings auch nur 1% der Weltbevölkerung, nicht? Also 1% der Weltbevölkerung produzieren hier 2% der Treibhausgase, nicht? Also wir sind hier nicht total harmlos. Aber egal, wir sind trotzdem natürlich hier irgendwie nicht die Einzigen. Nur ich glaube, dass man nicht unterschätzen sollte, dass wir ja sogar noch privilegiert sind, leben können. Wir sind ja geografisch gesehen im Norden, also da, wo es kühl ist. Ne? Alle anderen Länder sind eigentlich viel härter getroffen. Also wenn wir weiter so machen wie bisher, dann ist es schon 2070 so, dass man in diesem ganzen Tropengürtel, also Brasilien, Zentralafrika, Indien, Indonesien und auch Nordaustralien nicht mehr leben kann. Und zwar gar nicht. So, das heißt, diese Debatte machen die anderen vielleicht auch mit, also so nach dem Motto, wir machen Klimaschutz und der Rest macht gar nichts, die ist absurd, weil die anderen werden viel härter getroffen. Also zum Beispiel, wenn das weiter so geht mit dem Klimawandel, wird eben in 50 Jahren kann man dann in Indien gar nicht mehr leben. So, da sind aber 1,3 Milliarden. Das heißt... ja, das heißt, ja, die, also alles, was ich Ihnen jetzt nur sagen kann, ist, die Hütte brennt, nicht? Aber das ist auch nicht so, dass die Inder das nicht wüssten. Nur aus der indischen Perspektive ist das natürlich so, die haben pro Kopf einen ganz, ganz, ganz niedrigen CO2-Ausstoß. Die sind noch unter den 2 Tonnen, die man pro Kopf ausstoßen darf. Wir machen 11 Tonnen, nicht? Nur so mal als kleiner Hinweis. Das heißt, wir müssten eigentlich von 11 Tonnen auf 2 Tonnen runter. Die Inder sind noch gar nicht bei 2 Tonnen. So, dann ist natürlich jetzt aus der Perspektive der Inder das irgendwie seltsam, dass sie sich jetzt einschränken sollen, ne? Noch bevor die Deutschen irgendwas machen. Das heißt, wir müssen da schon vorangehen. China ist auch ein Land, das sehr stark vom Klimawandel betroffen wird. Die USA auch. Also irgendwann wird es dämmern. Nicht? Aber es kann natürlich sein, und damit höre ich auf, dass es dann zu spät ist. Dankeschön, Ulrike Herrmann. Toll, dass du gekommen bist. Super. Danke. Super. Wunderschön. Ja, danke.